Mein Name ist Johann Ranzinger. Ich bin der Teamleiter, Gruppenleiter für die Softwareabteilung hier intern in der Steuerungstechnik. Ich bin seit 2017 im Unternehmen tätig. Als Masterand habe ich angefangen, 2019 dann zum Teamleiter geworden. Steuerungstechnische Aufgaben sind vor allem bei der Firma Sennebum alles, was nicht der klassische Stahlbau ist. Heißt im Prinzip alles, was sich um die Bewegung der Maschine befasst, also von der Hydraulik, Elektrik, Software, die das Ganze ansteuert, bis hin zur Elektrifizierung auch von Maschinen. Wir haben jetzt Maschinen mit elektrischem Fahrantrieb, wir haben Maschinen mittlerweile mit Akkuantrieb, und das sind so die typischen Aufgaben von der Planung, Konzeptionierung bis hin zur Programmierung. Einen klassischen Arbeitstag meinerseits gibt es eigentlich nicht, und ich glaube, das ist auch das Spannende bei mir oder auch bei mir in der Gruppe, dass man hat gewisse feste Aufgaben, aber es kommen wieder mal Sachen dazu, wo man dann wirklich mal wieder als Ingenieur gefordert wird, um Probleme zu lösen. Wichtige Fähigkeiten, die man in der Steuerungstechnik oder auch bei mir in der Softwareentwicklung braucht, das ist ein technisches Allgemeinverständnis von der Maschine. Man braucht ein bisschen den Gesamtüberblick, und man sollte einfach technisch versiert sein. Und was besonders ideal ist, wenn jemand noch ein bisschen Liebe zum Bagger mitbringt und auch mit dem Bagger gern fährt, weil bei uns ist auch immer gern gesehen, wenn man die Maschine, das Gerät, den Bagger auch erleben kann. Unser Büroalltag in der Steuerungstechnik bewegt sich natürlich nicht nur im Büro, sondern wir müssen auch ab und zu praktisch was testen und dadurch mitnehmen bei uns ins Labor. Und ich darf euch gerne noch erzählen, warum Steuerungstechnik. Es ist immer wieder schön, wenn man auf YouTube, man sieht die Videos an von unseren Maschinen, die nicht gerade klein sind. Wir haben Bagger bis zu 500 Tonnen. Und man weiß jedes Mal, der Ausleger, der hebt sich nur, weil man selber mitgearbeitet hat, weil man Software geschrieben hat, weil man einen E-Plan gezeichnet hat. Und das ist immer noch ein schönes Gefühl, auch wenn man mal einen Prototyp in Betrieb nimmt und sieht am Hebel, der Ausleger hebt sich, und dann weiß man, die ganze Arbeit, die man investiert hat, die war nicht umsonst, sondern man hat wirklich was geschafft, und das ist das Schöne, was mich heute noch bei uns in der Abteilung hält und was mir jeden Tag Spaß macht.